Schauen wir uns ein bisschen die Nachbarländer an. Frankreich, das Bild ist der erste neue Kernreaktor, den die seit ungefähr 15 Jahren versuchen zu bauen. Riesige Probleme, riesige Verzögerungen. Schauen wir uns Deutschland. Also Frankreich muss 58 Reaktoren ersetzen. Irgendwann. Das wird ein Kraftakt werden für Frankreich. Technologisch, die Lieferketten gibt es nicht mehr, das Know-how gibt es nicht mehr, das kostet unglaubliche Mengen an Geld. So ein Bau geht 15 bis 20 Jahre. Es gibt riesige Qualitätsprobleme im Moment in diesen entscheidenden Teilen, weil die Lieferketten eben nicht mehr geölt sind. Das wird dann schon irgendwann besser werden, aber das ist ein Kraftakt, den man nicht unterschätzen darf. Und ich glaube nicht, dass Frankreich diesen Kraftakt dann auch noch für uns übernehmen will, um uns im Winter Strom zu schicken. Deutschland hat gesagt, wir steigen nicht nur aus der Kernenergie aus, sondern auch aus der Kohle. Das ist auch ein Kraftakt. Die Deutschen wissen selber nicht genau, mit was sie das wie zuverlässig ersetzen können. Bis jetzt haben sie gedacht mit Gas. Das ist wahrscheinlich etwas erschüttert worden. Die Italiener, die Österreicher, die werden uns sicher nicht zu Hilfe kommen. Die importieren heute schon. Die Italiener 40 Terawattstunden, die Österreicher ungefähr 25 übers Jahr. Also die haben das gleiche Problem wie wir, einfach noch ein bisschen größer. Und dann alle diese vier Nachbarländer haben alle eine zusätzliche Herausforderung. Die wollen alle weniger fossile Brennstoffe. Und wir wissen, weniger fossile Brennstoffe heißt mehr Strom. Also die sehen alle einem strukturellen Mehrbedarf an Strom entgegen. Und dann noch Klimawandel heißt für alle die, dass sie wahrscheinlich in Zukunft weniger aus ihren Wasserkraftwerken rauskitzeln werden als heute. Also wenn ich mir die Nachbarn anschaue, bin ich mir sehr unsicher, ob irgendeiner von denen fähig ist, eine Exportstrategie zu fahren oder willens. Ich glaube, die haben alle riesige Herausforderungen, dass sie nicht selber zum Importeur werden, so wie wir. Und dann wissen sie ja eben, die Leute haben nicht gerne ein Kraftwerk vor ihrer Haustür. Und deswegen wird es eben auch nicht ganz einfach sein, den Leuten zu erklären, dass jetzt bei ihnen Kraftwerke gebaut werden, weil man in der Schweiz keins will.